Servus, ihr Schlawiner, Knorr wieder hier. Heute fahre ich den Chiha, mittelschwerer Panzer, bei den Japanern natürlich. Ich bin jetzt fast nur Japaner gefahren. Und ja, relativ witziges Ding. Wir gucken mal hier. Turmdrehgeschwindigkeit interessiert uns nicht. Nicht wirklich. 57 mm Typ 97 Kanone und natürlich das obligatorische 7,7 mm Maschinengewehr. Wir können uns ja mal die Panzerung angucken hier. Es ist, naja, wie es halt beim mittelschweren Panzer ist, ne, auch eine mittlere Panzerung. Hier weiter oben. Da finde ich es, unter dem Rohr finde ich es ein bisschen blöd gemacht, weil da ist halt einfach nur dieser dünne Baustahl da. Hier ist noch gewalzter Panzerstahl. Also viel ist nicht. Aber es sollte wohl reichen. Hier sieht man, wo die Munition gelagert ist. Natürlich hier die ganzen Module und so. Wie sich das gehört. Ich bin noch ein bisschen krank. Weiß gar nicht, warum ich das erzähle. Wahrscheinlich, damit ihr euch nicht wundert, warum ich dann immer ständig huste. Aber trotzdem, relativ unterhaltsamer Panzer. Oben sieht es aus, als könnte man da irgendwas dran drehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist einfach nur diese. Ich komme gerade nicht drauf. Aber es sieht fast aus wie so ein Dreh. Kranz irgendwie, wo man dran drehen kann, ja. So, ich hoffe, es geht jetzt auch relativ schnell rein hier. Ich hätte sie auch skippen können, aber da bin ich wohl zu faul. Ah, geht doch schon los, siehst du? Brauche ich gar nichts überspringen hier. So, wir sind in Polen. Eine der Karten, die ich nicht so mag. Ich mag diese Städtekarten nicht, irgendwie, wo überall Häuser sind. Weil ich einfach nicht genug sehen kann. Also nicht, weil ich blind bin, sondern weil ja hinter jeder Ecke ja irgendein Schlawiner lauern kann und der wird ja nicht ständig auf der Karte angezeigt. Und das ist halt das Blöde eigentlich. So, wir nehmen ein bisschen weniger Munition mit. Typ 90 AP. APHE. So. Ist ja auch die einzige, die ich hier habe. Die einzige, die es hier gibt. Bei diesem Panzer. Schon erzählt, Schlagwertung 1,3 sieht man ja da oben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es jetzt hier so zu tun gibt. Ja. So. Die ersten Bäume fallen. Da ist mein Staffelmitglied. Schreiben kann ich mit ihm nicht. Aus diversen Gründen. Hauptsächlich, weil ich nicht im Chat schreiben kann. Ist wahrscheinlich auch besser so mittlerweile. So, das war es am G. Man sieht auch hier eine ziemlich primitive Bauart, obwohl der besser aussieht als zum Beispiel der Kenny Panzer. Der sah ja wirklich nach gar nichts aus, ohne irgendwelche Details oder so. Eigentlich versuche ich auch da oben jetzt hinzufahren. Der will mir nicht den Weg blockieren hier, oder? Das ist ein anderer Shiha. So, jetzt versuche ich mich hier zu positionieren und hoffe natürlich, dass auch dann gleich mal welche vorbeikommen. Wir cappen schon. So, der drängelt sich hier mit dazwischen. Wir cappen nicht mehr. Das ist scheiße. Aber ich glaube, bei der Karte hier mit diesem, also mit nur einem Punkt, brauche ich gar nicht weiter hier rumstehen. Warte trotzdem noch mal kurz. Aber ich denke, hier wird nicht viel passieren. Außer dass der Gegner cappt. Ja, ich glaube, hier kommt keiner. Ja, das war jetzt aus Langeweile. Könnte mal ein bisschen A aufmischen da mit der Artillerie. Wer weiß, vielleicht treffe ich ja was. Da ist einer. Immerhin schon ein kritischer Treffer, aber gut, war nur der Richtschütze. Okay, der verschwindet. Der
Okay, ich habe weitere Treffer, 4 Treffer am Stück. Das war ja gerade nicht zu übersehen. Aber kein kritisch getroffen, kein fertig gemacht bisher. Ja, dann muss ich wohl doch runter jetzt. So, den Bollerwagen weggefahren hier. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich jetzt wirklich da bin Abschusshilfe. Marco-mäßig Geronimo-Style irgendwie da rein, Beretta, oder hier ein bisschen versuche taktisch zu spielen. Das ist ja nicht so meine Stärke. Also ich sehe viele Fahrzeuge. Würde mich natürlich jetzt auch nicht aufrauchen lassen hier. Ich wollte gerade was sagen, aber ich habe vergessen, was ich anschaue. Ah ja, da sieht man immerhin, dass es ein mittelschwerer Panzer ist. Der kann auch mal so ein Gatter, hier so ein Tor weghauen. So ein Gartenzaun. Ja, mit den leichten Panzern, gerade am Anfang, kommt man ja, kann man ja keine Steinsäule umfahren hier. Mal gucken, ob ein bisschen Artillerie hilft hier. Ich bin mir sicher, dass hier gleich einer zu sehen ist. Ja. Hallo? Da. Da. Uiuiui. Ui. Da ging. Oh. Ja, da denkt man, ahnt man nichts Böses hier und dann. Kacke Chaika hier hat versucht mich zu killen. Und jetzt sind sie direkt neben mir. F you! F you! Scheiße. Und ich komme nicht raus hier. Jo. Gut, dass ich nicht im Chat schreiben kann, aber der kam auch noch von hinten. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, der brennt. Ich hoffe, die machen den schwer kaputt. Mit Schmerzen. Wie tief liegt der denn? So, sehe ich von hier oben jemanden? Zeigt euch. Wo ist denn der Typ, der mich eben gerade vernichtet hat? Wie einer, der querschießt hier. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, denn es ist jetzt nicht so, als hätte ich Schiss, aber irgendwie habe ich keinen Bock, gleich schon wieder zu verrecken hier. Ich will jetzt mal ein bisschen ungewöhnlicher fahren. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Das sieht auch nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwie was reißen, geschweige denn gewinnen zufälligerweise. Bisher habe ich ja selber noch nichts geleistet mit dem Panzer hier, außer dass ich ein paar Zäune umgefahren habe und ein bisschen Artillerie rausgeschmissen habe, ein paar Treffer dadurch erlangt habe. Doch, hier kommt gleich einer. Was mir bei den Japanern auch aufgefallen ist, ist, dass das Tourette ziemlich langsam dreht, also selbst bei perfekt geskillter Mannschaft. Hier kommt doch keiner lebend raus, Junge. Hier kommt nicht mal einer lebend rein. Ja, ich glaube, das wird hier nichts.
Hier sind auch überall so viele, da kriegt man wirklich Paranoia. Schau dir die scheiß Artillerie an hier. Da. Ah ja. Leck mich doch im Arsch, Mann. Aber wir machen eh noch eine Runde. Und die wird mit Sicherheit besser laufen. Da ist er. Mhm. Ach, das ist mal interessant. Und schon gescheitert. FFF. Bis gleich. Ich sagte ja, wir machen noch eine Runde. Und ja, jetzt sind wir in Korea. Die Karte mag ich auch nicht. Ich bin eigentlich mal... Manchmal denke ich, ich mag hier sowieso keine Karten mehr. Aber, ja. Ich versuche mein Bestes hier. Ich bin mir sicher, dass es jetzt besser laufen wird. Mindestens ein Kill wird drin sein. So, wieder unterwegs mit meinem klobigeren, braunen, mittelschweren Jihad-Panzer. Wenn auch gleich die ersten auftauchen hier, das weiß ich ganz genau. Feel it. Jetzt fahr hier mal mit deinem Gepater. Erich Honecker vor mir. Ja, warum auch nicht, ne? Oi, oi, oi. Da haben wir schon einen Schlawiner. So. Der hat ja eben gerade schon so hier, ne? Und den an die Wiener, vielleicht den da. Ja, das ist doch alles scheiße. Oh. Erstschlag. Yes. Wenn man Artillerie rausfeuern. So ist das schön. Oh, neben mir fliegt aber auch was. Das klingt alles gar nicht gut neben mir hier. Aha. Ja, ist aber fein gemacht, du kleiner Pisser. Nee, also echt super. Wirklich. Ja, das nervt so. Das nervt so, wenn diese Gammler mit ihren fetten Geschützen einfach nur dumm rumstehen und darauf warten, dass einer mutig ist, sich vorwagt, weil er irgendwas angreifen will und dann, puff, drücken die ab. Immer dieselbe Scheiße. Das ist ja kein taktisches Spielen, das ist ja einfach nur abgrasen hier. Aber weiß, vielleicht schaffe ich den ja auch nochmal. Na, wo bist du, Drecksack? Ich sollte hier nicht länger stehen bleiben. Einfach mal rein, Freunde. Das Blöde ist ja auch wieder hier nur ein Punkt und natürlich sind gegenüber so viele, dass man nicht abschätzen kann, ja, also wenn es nur zwei wären und man hätte gesehen, dass zweimal geschossen wird, wüsste man ja, dass die gerade am Nachladen sind. Alter. Da habe ich doch gerade was gesehen. So sieht es jetzt aus, komm hier. Yeah. Stimmt doch. So, wer schiebt denn hinter mir hier? Penner. Das sieht doch genauso beschissen aus wie die Runde davor. So, jetzt gehe ich in die Luft. Ich mag das ja nicht hier, aber ich will natürlich auch die gegnerischen Flugzeuge abfangen, denn ich habe keinen Bock hier, dass die Typen sich um Kill geiern hier. So, komm her hier. Rums die Pupsi, kritischer Treffer und du verreckst auch. Immerhin ist er weg. Das heißt, er wird da keine Bombe abwerfen. Ist mir auch scheißegal eigentlich hier. Ob das Flugzeug ist weg.
Hier kriegst du ja nichts ins Visier hier. Ja, ordentlich am Campen hier, schön rumgammeln. So mag ich das nicht. Alter, meine Fresse, lern doch hier Panzer zu fahren, du Flachpfeife. Dieses Einjustieren hier, das ist richtig nervig. Oh. Da vorne war noch einer. Ich glaube, irgendein Flugzeug zerstört. Ja, ist ja schön. Wenn der hier mal ein bisschen kaputt geht, das wäre gut. Fährt er davor? Junge, hau da ab, Junge. Das sind alles nur Schrapnelle, die bei dem ankommen. Jetzt endlich, mein Gott, verreckt doch bloß. Ich sollte mal weg hier. Fuck you! Jetzt muss ich den mal wieder reparieren hier. Ach, das ist doch kacke. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Das ist ja gar nicht gut hier. Den hier vielleicht. Komm, komm. Auch nicht weg hier, aber der schießt mir dafür gleich den Arsch ab. Naja, klar. Das ist echt nicht einfach und offensichtlich wird das hier auch wieder nichts. Also zwei Runden hintereinander nur verkackt. Ja, na klar. Ach, das macht so Laune hier. Ist das spaßig. So, also zweimal nicht wirklich was gerissen hier mit dem Scheißpanzer. Liegt aber nicht am Panzer. Partiell wahrscheinlich an mir. Nur, ey, wo willst du denn hin? Was willst du denn machen bei solchen Scheiß Einstiegspunkten hier? Natürlich können die anderen nehmen, aber du wirst ja auch nicht besser laufen. Denn ansonsten hätten wir irgendwie schon einen Vorteil errungen hier, oder? So einen klobigen Hodo hier. Wie grausam, man sieht sein eigenes Wrack immer noch so vor sich hinglimmen und jetzt ist es weg. Was willst du mich verarschen, du Dreckspisser? Das ist so ein Bullshit hier. Iron Jesus, hä? Oh, fick doch die Henne, Junge. Und El Gamlo? Holt sich ein Kill nach dem anderen wahrscheinlich. Gott, ich hasse so eine Spieler. Die will ja ein bisschen so in die Fresse hauen mit dem Monitor. So. Nun gut. Hilft ja nichts. Ja, sowas regt mich auf. Natürlich ist das frustrierend. Ja, wenn es mehrmals hintereinander ist, sodass man einfach überhaupt nicht gewinnt. Aber ist egal. Also, haut.